Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Beim letzten Mal haben wir Belial erfolgreich, ja, besiegt. Und, ja, jetzt sind wir im Akt 3. Mal schauen, wie weit wir hier kommen werden. Oder ob Asmodan uns mal wieder aus den Latschen haut. So, das haben wir beim letzten Mal gekriegt. Und wie ihr den Items-Ansichten wahrscheinlich schon entgegennehmen könnt, nichts Sinnvolles. Denn wir haben einen Mönchstab gefunden. Der ist zwar ganz nutzlos. Dann haben wir noch hier eine Zauberinkappe. Ja, auch nutzlos für uns. Und dann haben wir noch was für Zauberin, nämlich einen Einhandstab. Der ist aber ganz nett. Ja, mit Intelligenz, Sockel und relativ viel Schaden für das Level. Der kommt auf jeden Fall auf die Bank. Ist nämlich auch ein Einhand. Nicht schlecht. Also, wer den haben möchte, ne? Ihr wisst ja Bescheid. So, den Rest, den diss ich. Ja, der Helm war jetzt nicht ganz so optimal. Aber wir haben jetzt auch zwei Edelsteine gekriegt. Wenigstens etwas für uns. Ich würde sagen, wir werten einfach beide mal auf, die wir momentan in unserem Equip haben. Zum einen dem hier im Helm und zum anderen den hier in der Hose. So, der kann schon mal wieder rein. So, Nummer 1 und Nummer 2. So, nicht schlecht, nicht schlecht. Bisschen mehr Leben haben wir jetzt wieder. Dann können wir die Fähigkeiten noch wieder zurück ändern. Hier gehen wir mal wieder auf unseren fegenden Trip zurück. Und hier gehen wir wieder auf die Donnerfäuste mit dem zurück. Und sonst hatten wir eigentlich nichts geändert, ne? Nee. Gut, gut. Dann auf. Die ersten Gegner sind hier schon gestorben, beziehungsweise angeschlagen. Oh, kleine Lex wieder, neuer Abschnitt, klar. Muss natürlich wieder alle Fähigkeiten wieder neu geladen werden. So. Dann hier auch diese Wissenseintrag, der kann erstmal weg. Mantra zünden, das wäre nicht verkehrt. Dann überleben wir auch mal wieder ein paar Treffer mehr. Ach, ich könnte auch mal wieder überlegen, ob ich mir nicht mal eine andere Waffe wiederhole, um ein bisschen mehr Damage zu machen. Wobei diese hier auch natürlich nicht verkehrt ist mit dem Life Leech. Ja, so brauchen wir uns eigentlich weniger Sorgen darum zu machen, dass wir sterben. Oh, da kommt ein Champ runter. Da kommen eine ganze Menge. Oh, hier ist auch mit Feuerverzauberung hier. Den ganzen Boden hier in Brand stecken. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen hier Acht geben. Der erste explodiert ja schon. Wieder mal ein bisschen verwirren, auseinanderkicken. Oh, Mantra, Mantra, Mantra. Wir brauchen Mantra. So, machen wir es mal ganz kurz unsterblich. Portieren wir uns da ein bisschen durch. Kicken wir sie auseinander. So, das läuft doch schon mal ganz gut hier. Ah, hier an einer engen Stelle können wir sie ganz gut tanken. Ein bisschen verwirren. So, weg hier. Das gibt eine Explosion. Nicht so gesund. Ach, der wieder mit seinem Hammerchen. So, das sieht auch ganz gut aus hier. Jetzt haben wir sie eigentlich relativ gut im Griff. Verwirren wir sie nochmal. Ach, da hinten ist ja noch so ein Zauberer hier. Ach. Kein Wunder, warum die hier alle wiederbelebt werden. Da ist noch einer. So, noch ein Mantra nachcasten. Och, der ist gar nicht mehr explodiert. Sollen wir noch hier einen? No. Gut. Perfekt. Dann musst du jetzt dran glauben. Und da hat er was Blaues von uns droppen lassen. Schöne Sache.
Hier hinten ist wieder einer, der uns die ganzen kleinen Gefallenen wieder auf den Hals hetzt. So, der ist schon mal weg. Geile Sache. So, jetzt noch die kleinen Viecher hier. So, wollen wir mal gucken, dass wir die... was müssen wir jetzt hier machen? Das Feuer entzünden, genau. 5 Stück an der Anzahl. Das sollten wir eigentlich noch locker hinkriegen. Ja, man merkt so ein bisschen, dass man ein bisschen weniger Damage macht. Aber ich denke, der Life Leech kommt uns ganz gut entgegen. So. Dann mal gucken, was hier oben so abgeht. Nur wieder ein paar Vögelchen. Nicht mehr Elite. Lohnt sich eigentlich gar nicht, die Platz zu machen. Oh, bald gibt es ja ein neues Level. Ich weiß gar nicht mehr, was gibt es da Interessantes beim Schmied denn? Muss ich da mal wieder gucken. Aber erstmal hier wieder mitten rein. Stadt nur dabei. So, erstmal hier die Beschwörer langsam rauspicken. Irgendwo da steht noch einer, glaube ich. Ja, da stehen keine mehr, da hinten steht noch einer. Leben wieder aufladen. Da stehen noch zwei. Und da dürfte das der letzte eigentlich sein. Wenn nicht gleich der neue kommen. Da oben ist schon das erste Feuerchen. Das holen wir uns auch gleich, sobald die tot sind. Da unten müsste noch einer stehen. Da steht noch einer. So, ich denke mal, dann haben wir sie hier alle. Ist da gerade einer auferstanden? Stehen hier noch welche? Ah ja. Ein paar stehen hier noch. Gut. Den einen da können wir ruhig beiseite lassen. Hier oben ein paar Elite. Das ist immer gut. Elite kann man ganz gut gebrauchen. Denn wir haben beim letzten Mal auch relativ viel in die Waffen reingesteckt wieder. Und haben eigentlich noch kaum Essenzen, die wir gebrauchen können für unser Equip. Und ein paar Sachen kommen noch, die wir auf jeden Fall ercraften sollten. Uns. Ja, mit 1.7, wann der Patch auch immer rauskommen mag, soll es auch neue Schmiederezepte geben, aber leider nur für den High-End-Bereich. Finde ich ein bisschen schade, also ich hätte mir echt gewünscht, auf den Low-Level-Bereich mal ein paar neue Rezepte, ein paar gelbe Sachen für den Low-Level-Bereich, die man sich craften kann. Natürlich nicht zu viele, auch nicht zu immer machen. Beziehungsweise Rezepte, die man dann vielleicht finden muss auch erst. Wäre vielleicht nicht allzu verkehrt gewesen. Besonders so, wenn man Self-Found spielen möchte, ist das sonst relativ anstrengend, wenn man keine guten Sachen findet. So, erstes Feuer haben wir entzündet. Das läuft doch schon mal ganz gut. Ja, worauf ich mich noch freue hier im dritten Akt, sind auf jeden Fall unsere kleinen Explosions... Gnolle da. Die hasse ich ja auch wie die Pest. Auch wieder so eine Sache, wo man gut dran sterben kann. Ah, schon wieder so eine Feuerverzauberung hier. Was ist das nochmal? Geschmolzen, genau. Geschmolzen ist echt eklig. Das macht einfach so viel Damage und muss die ganze Zeit laufen. Das ist echt ätzend. Da hat man es als Fernkämpfer dann doch schon erheblich leichter. Gegen solche Viecher. So, gleich haben wir nur noch einen. Aber den verwirren wir mal. Dann bleibt er wenigstens da auf der Stelle mal stehen. So, ausweichen. Und dann dürfte er doch eigentlich gleich mal hin sein. So, da ist er auch hin. Kein großes Ding. Hier noch die kleinen anderen Viecher hier besiegen. Das Blaue nicht vergessen mitzunehmen. Ja, ein paar Edelsteine wären auch mal nicht wieder schlecht, damit wir wieder ein bisschen upgraden können. Besonders Rubine. Findet man ja auch nicht allzu oft jetzt gerade. Könnten wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Damit wir den Waffendamage wieder ein bisschen hochtreiben.
Und ja, ansonsten natürlich Smaragde und Amethysten sind natürlich auch nicht verkehrt. Für mehr Leben. Aber ich glaube, am meisten können wir momentan noch von Rubinen profitieren. So, dann wollen wir hier mal kurz diese Höllenkriecher-Dinger hier fertig machen. Dann spucken die uns hier noch mehr von diesen Viechern aus. So, dann können wir das Leuchtfeuer hier auch mal schon entzünden. Nummer 2 wäre das denn schon. Ich muss sagen, wir sind auch relativ zügig durch Akt 2 gekommen. Beim letzten Mal war das in Folge 42, diesmal in 34, also 8 Folgen schneller. Das ist schon, ja, eine gute Steigerung, würde ich sagen. Zeigt natürlich auch ein bisschen, dass man immer ein bisschen sicherer wird, mit Hardcore auch. Gar nicht mal so schlecht. Und ja, mir macht es immer noch total Spaß. Auch wenn man natürlich sich jetzt hier wesentlich mehr konzentrieren muss, als wenn man so ein bisschen durch den Softcore durchrusht. Habe ich aber ehrlich gesagt schon, ja, seit Dezember gar nicht mehr gezockt. Also Softcore ist echt fast schon wieder ausgestorben für mich. Hardcore macht da doch wesentlich mehr Laune. So, mit 1.7 hatten wir vorhin schon mal das Thema drüber. Kommen dann ja die Duelle. Freue ich mich natürlich auch tierisch drauf. Ich sollte mal testweise auf den Server gehen und mir das mal anschauen, wie das überhaupt funktioniert. Ob man da wirklich so ein kleines Duellsystem mal aufbauen kann oder so. Weiß nämlich nicht, wie man da eine, ob das da eine Watch-Funktion gibt oder ob Tote sozusagen vernünftig zugucken können, wie sich die restlichen noch duellieren. Weil es soll ja ein jeder gegen jeden System sozusagen da geben. Wäre vielleicht ganz interessant, wenn es ein bisschen vielleicht auch so ist wie Diablo 2, wo sich dann zwei sagen können, okay, wir wollen uns duellieren und der Rest ist davon nicht betroffen, kann sich es aber wenigstens angucken. Dann könnte man vielleicht so wirklich ein paar ja, kleine Duellturniere vielleicht mal veranstalten, die ein bisschen mitkommentieren. Bin zwar nicht der große Kommentator, aber wäre vielleicht mal interessant und könnte man vielleicht auch ein kleines Preisgeld oder so ausschreiben. Also natürlich so ein bisschen Gold hier oder so. Und ich denke mal, da werden wahrscheinlich viele Interesse auch dran haben, weil es von Blizzard Seiten da ja auch nicht viel gibt. Und das richtige Duell oder die richtigen Duellsachen ja gar nicht mehr implementiert wurden, beziehungsweise noch fraglich ist, ob sie überhaupt kommen werden. Und ja, wenn Blizzard da nichts macht, dann vielleicht die Community, vielleicht werde ich was aufbauen, wahrscheinlich werden viele andere was aufbauen. Und ja, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu gerne schreiben, was ihr davon haltet. Oh, was Blaues. Und 83 Monster haben wir gekillt. Neuer Rekord. Das kann man Akt 3 relativ zügig machen. Aber um zurück zu Duellen zu kommen, wie gesagt, könnt ihr eure Meinung dazu schreiben. Vielleicht habt ihr ja selber Ideen, wie man das Ganze umsetzen könnte. Oder habt schon mal Duelle gemacht auf dem PTR. Wie gesagt, ich gehe eigentlich zu selten auf dem PTR. Und müsste es eigentlich mal tun. Aber könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie die Duelle so funktionieren. Ob es dann ja, Art Game Mode gibt, wo man sozusagen ja nicht mit dem Duell sozusagen inbegriffen ist, aber man zugucken kann. Oder ob man eher sterben muss und dann zugucken kann. Und ob man dann irgendwie ausgegraut ist oder so, keine Ahnung. Könnt ihr mal beschreiben. Wird mich auf jeden Fall interessieren. So. Ja, oder man wird vielleicht zurückgeportet in den Town, wenn man tot ist. Wäre natürlich ganz ärgerlich. Ja. Also wie gesagt, ich hätte da auf jeden Fall ein paar Ideen, die man umsetzen könnte. Und lasst mich eure Ideen gerne wissen. Vielleicht kann man da auch was zusammen auf die Beine stellen. Mal schauen. Ist aber ja noch wahrscheinlich ein bisschen hin. Bei Blizzard weiß man es ja nie.
Das heißt ja immer, when it's done. Und ja, mal gucken, wann es kommt. Und dann werde ich mich auf jeden Fall melden, was ich vielleicht dann vorhabe. Und wie ihr da vielleicht sogar dran teilnehmen könnt. So, das aber jetzt erstmal dazu. Denn wir machen hier noch das eine Feuerchen. Dann ist die Folge nämlich schon wieder fast vorbei. Das heißt fast, sie ist eigentlich schon fast wieder vorbei. Warum sagt die ganze Zeit fast, sie ist eigentlich vorbei? So. Ach, hier oben stehen noch zwei, die nehmen wir noch mit. Und da kommt noch einer. Ja komm, die können wir dann auch noch mitnehmen. Wir haben es heute nicht so. So, und den nehmen wir jetzt auch noch mit, damit wir komplett sind. So, perfekt. Ach ja, gut, weil du gerade hier stehst, dann nehmen wir dich halt auch mit. So, jetzt seid ihr aber alle glücklich und ruht in Frieden. So, die Folge ist vorbei und ich sag mal wieder tschüss.